Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde of the Gosh. Zu einem neuen Video hier von Razan Flumi. Leute, es tut mir leid. Ich war über eine Woche, glaube ich, nicht mit Videos zugange. Es tut mir unfassbar leid. Hust. Krank. Bin natürlich auch mal wieder abgestiegen. Man kennt es ja auch. Und ja. Mein Deck hat sich jetzt eigentlich nicht viel verändert. Wir haben heute den Maximum-Modus. Wir werden aber heute mal was suchen. Natürlich online wieder zu kämpfen. Ne, das ist ein falsches Deck. Das war ja das Rush-Deck, was ich ausprobiert habe, um weiterzukommen. Aber es hat viel gebracht. Wir versuchen jetzt... Hä? Was habe ich hier für komische Decks ausgewählt? Ich warte kurz. Ah ne, das ist mein richtiges Deck. Gut, werden wir direkt ein... Kampf starten. Dann schauen wir mal. Ach ja. Gegen den Ivan. Hallo. Ja, hallo. Auf jeden Fall. Ja, viel Erfolg. Danke auf jeden Fall. Ja, wir müssen eigentlich die Dryade da jetzt hinspielen. Spielen, also denn wir haben WLAN, aber noch haben wir keinen WLAN. Noch nicht. Hallo WLAN. Die Pfeile werden sich allerdings lohnen. So, er haut hier die ganze Zeit nur kleine Sachen raus. Natürlich kann man das machen. Meine Bogis werden das natürlich gegen ihn regeln. Gute Sache. Hat der Ritter mal kurz gelöscht. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Okay, der eine Bogenschütze wird natürlich jetzt sterben. Okay, er haut den Magier da raus. Machen wir es mal so. Problem ist natürlich, wir haben jetzt hier das nicht so gut gemacht. Optimal für uns. Können wir direkt den Blitz draufhauen. Einfach was können. Ja, das wird auch nicht so viel helfen, ne? Wird halt echt nicht viel helfen. Okay, da oben haut er das raus. Müssen wir Feuer spielen, nehme ich jetzt mal an. Oder wir können auch gleich die Pfeile spielen. Er spielt das an sich komisch aus. Zack, machen wir direkt weg. Er macht das definitiv sehr komisch gerade. Wird hier auf jeden Fall hier reingegönnt. Okay. Sieht gerade nicht allzu gut aus, muss ich sagen. Ja, das ist natürlich dann wieder diese Gegner, die natürlich dann einfach nur rein spammen. Da kann man natürlich. Da ist natürlich dann nicht so viel Chancen. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Die Chancen sind da eher schlecht, auf jeden Fall. Die Chancen sind da eher schlecht. Natürlich überlebt Skatkönig, denn es ist ein Witz. Aber das tut so weh, wenn man den Damage da sieht, auf jeden Fall an der Burg. Da tut weh. Hat überlebt noch, gute Sache. Okay, das war okay. Jetzt brauchen wir nur unten was gegen den schwarzen Ritter. Da haben wir nicht allzu viel. Okay, das geht klar. Hoffe ich jetzt mal. Oh, warum überlebt denn das? Das ist so dumm. Leute, brauche ich euch? Ja, klar. Hä, was ist das denn? Ja, klar, überlebt alles mit einem HP. Man kennt es. Man kennt es ja auch. Man kennt es. So, jetzt bin ich tot. Oh, dann war es das, ne? Dann war es das.
Dann war's das. Da hast du keine Chance. Keine Schnitte. Da kannst du da nichts tun. Ja, heftige Sache. Wie lange nehmen wir schon auf? 5,27, na, ist ordentlich. Und wir werden heute 4 Goldküsten öffnen. Das habe ich mir lange erspart und ersehnt. Ich werde gleich aggro, weil diese Kisten sich nicht öffnen lassen. Hallo? Aha. Ich weiß nicht, ob ihr das seht im Video, aber bei mir geht gerade das WLAN nicht. Tut mir aufrichtig leid. 5-mal Bombe und einmal Ballista. Und wir werden jetzt starten mit Goldküste Nummer 1, Goldküste 2, 3, 4. Burg 5, 4, 5, 4. Wir starten rein. Erste Goldküste gönnen wir uns. 146 Gold, 21 mal Bogenschützenstamm und 2-mal der Ork-Krieger. Gute Sache. Sparschwein gönnen wir uns jetzt aber nicht. Tut mir leid, meine Freunde, das gibt nur Gems, die wir nicht haben. 18 mal den Gift ist auf jeden Fall nett. Und 2-mal den Zorn. Das brauche ich nicht. Burg 5 Kisten nochmal gönnen. 21 mal Sketchfleisch spiele ich nicht. 2-mal Dryade, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Und was haben wir in der letzten Goldkiste? Ja, mal wieder kein epische. Ich kann es nicht fassen. Wie dumm ist das bitte? Das ist traurig. Das ist so traurig, ne? Aber egal, wir werden mal schauen, was wir im Deck verbessern können. Im Deck können wir natürlich mal wieder nichts verbessern, aber was können wir denn mal verbessern? Wir müssen ja endgültig mal XP kriegen. Und deswegen müssen wir natürlich jetzt mal langsam loslegen. Drillinge bringt mir nicht viel. Wir müssen günstige Sachen finden. Das ist 2000 zu teuer, 1400. Machen wir erstmal Metamorph. 400 ist nicht billig, aber wir werden es tun. Metamorph Level 2. Plus 42 Trefferpunkte, plus eine. Ja. Und da kriegen wir ordentlich XP. Das ist doch schon mal völlig in Ordnung. Wind, nein. Auch keiner. Ork spiele ich nicht. Im Grunde, den Rest brauche ich schon gar nicht mehr anfangen.